Wir spielen Jugendkeit. Endlich mal wieder live auf Twitch und auf YouTube auch eine Aufzeichnung mit WB, mit Writing Bull und nach langer Zeit wieder mit dabei mit der Stefanie. Stefanie Kaiser, der Community Managerin von Amplitude Studios in Paris. Hi Steffi. Hallo Daniel. Freut mich riesig, endlich wieder mit dabei. Das Ganze gibt einen Anlass, heute am 10. Juni 2022 rausgekommen. Ein dickes, fettes Content-Update, das Bolivaro-Update für Jugendkind und ein neuer DLC, einer, der lateinamerikanische Kulturen bringt, und zwar für jede Ära jeweils eine Kultur aus dieser Region. Für diesen DLC gibt es auch übrigens auch einen Kundi-Gutscheincode bei Games Planet, falls ihr euch dafür interessiert. Auf YouTube, Textbeschreibung hier drunter, Link darauf, Gutscheincode dort ausgedruckt und führt dann im Endeffekt, wenn man den anwendet, zu einem Preis so etwa 19% unter dem, was man normalerweise zahlen würde. Dabei verdiene ich mit. Wünsche euch viel Vergnügen. Vorweg, Bolivar-Update, die wichtigsten Änderungen, die gravierendsten überhaupt aus meiner Sicht, Stefanie, die Änderungen bei der Kriegsunterstützung und beim Beenden von Kriegen. Oh ja, das war von unserer Community, von unseren Fans sehr gefragt, heiß erwartet. Und viele haben natürlich dann gesagt, ach, das ist doch eine ganz einfache Änderung. Das Problem ist natürlich, oberflächlich ist das eine einfache Änderung. Und dann fängt man an die Entwicklung zu gehen, und dann stellt man fest, oh, da gibt's plötzlich so viele Randfälle, die wir betrachten müssen, und ach, wie handhaben wir die KI? Haben wir Zeit, der KI wirklich beizubringen, das auszunutzen, oder sagen wir der KI einfach, wenn der Spieler bei Null ist, versuchst du ihn zum Aufgeben zu zwingen, damit keine Fehler entstehen können? Und dann häufen sich so nach und nach die Fragen, die man zuerst gar nicht erwartet hat. Und deswegen hat es dann leider einige Zeit gedauert, bis wir das im Spiel einfügen konnten. Denn in die Überlegung ging das eigentlich schon gleich nach Release, weil wir ja das Feedback bekommen haben. Aber der Designaufwand dafür. Ich fasse mal kurz das Feedback zusammen. Problem war bislang halt, dass beim Ende eines Krieges die Seite, die unterlegen wurde, also die beträchtliche Verluste erlitt, von der eigenen Bevölkerung so unter Druck gesetzt worden ist, dass sie zu einem Friedensschluss gezwungen worden ist. Aber damit war auch der Gegner, der übermächtig war, auch zu einem Friedensschluss gezwungen. Also der Angreifer, meistens wir, der erfolgreich war, der den Feind an die Wand drückte, konnte einen Krieg nicht bis zu dem Zeitpunkt fortsetzen, wo man die eigenen Strategien komplett aufgegangen sind, sondern wurde frühzeitig von der demoralisierten Bevölkerung der Gegenseite zu einem Friedensschluss gezwungen und hat dabei nicht immer das bekommen als Beute, was man sich eigentlich vorstellen konnte und was man auch bekommen hätte, wenn der Krieg nur ein paar Runden weitergelaufen hat. Da gibt es ein neues System, das schauen wir uns gleich im Anwendungsfall auch gemeinsam an. Dann gibt es jetzt auch bei den Naturwundern eine Änderung. Bislang hatten die alle, also diese Geländemerkmale auf der Karte, die besondere Boni bringen für die Region, in der sie sind. Bislang waren diese Boni immer einheitlich. Jedes Naturwunder hat im Großen und Ganzen den gleichen Bonus gegeben, und jetzt haben die individuelle Wunder. Und es gibt eine weitere Komfortfunktion, Stefanie. Jetzt kann man besser sehen, was man machen kann, um Civics, also bestimmte Politiksätze, freizuschalten. Oh ja, das war auch sehr gefragt, da viele Spieler gesagt haben, ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ich die anderen Civics überhaupt kriege. Ich weiß gar nicht, was es an Civics überhaupt gibt. Weil wenn man seine bevorzugte Strategie hat oder seine bevorzugten Kulturen, die man immer spielt, dann hat man natürlich immer die gleichen Bedingungen erfüllt. Und die Civics, die von diesen Bedingungen nicht getriggert wurden, entsprechend nie gesehen. Und deswegen haben wir jetzt die Tipps hinzugefügt. Das hat leider auch ein bisschen gedauert, aus einem ganz banalen Grund. Die Tipps mussten von Hand geschrieben und dann übersetzt werden. Das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir es endlich. Und jetzt das erste Feedback, das wir von der Beta hatten, war, viele Spieler waren sehr froh und haben gesagt, oh, diese neue Civic. Manche haben sogar gesagt, oh, diese neue Civic ist ja ganz genial. Und wir haben dann gesagt, ja, die ist nicht neu. Ihr habt sie nur vorher nicht gewusst, wie ihr sie freischaltet. Und das sehen wir jetzt. Alle Trigger werden eingeblendet, eben in der Übersicht. Zwei weitere ganz wichtige Änderungen: wenn man Stadtgebäude setzt in der Mitte des Stadtzentrums, wird einem jetzt auch angezeigt, welche Erträge die bringen. Also Tooltips gibt es für die kommenden Erträge nicht nur bei den Bezirken.
die man irgendwo auf der Karte platziert sind, auch bei den Gebäuden, die unsichtbar in der Stadtmitte platziert werden. Und es gibt ab jetzt eine genauere Anzeige bei der Stabilität in einer Stadt. Man kann sehen, welche Überschüsse man erwirtschaftet und das wird einem konkret angezeigt und muss nicht mehr umständlich rechnen. Darüber hinaus viele KI-Veränderungen und Verbesserungen. Die KI ist klüger geworden und ganz viele Balancing-Sachen, Fehlerbehebungen und so weiter, aber das sind so die Essentials, die wichtigsten Punkte dabei. Und einen wichtigen Punkt haben wir noch nicht angesprochen, aber das machen wir jetzt, weil wir damit auch starten. Wir starten mit einer neuen Partie. Es gibt viele neue Änderungen bei der Partieeinstellung bei Start. Darf ich dich kurz unterbrechen, ja? Bevor wir in das Menü fürs neue Spiel gehen, ja, können wir kurz in das, wie heißt es auf Deutsch, Inhalte-Menü gehen, wo du, ja, die DLCs ansehen kannst. Denn dort gibt es auch eine neue Option. Mhm. Updates und Add-ons. So, und wenn du dann bei den Add-ons mal die Cultures of Africa und Cultures of Latin America ausklappst, ach, dann cool, siehst du, ist jetzt eine Inhaltswahrscheinlichkeit. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir stellen Cultures of Africa auf gering, damit wir bevorzugt, oder sogar auf aus, damit wir bevorzugt die Events und die neuen Naturwunder von Cultures of Latin America bekommen. Und ja, im Spiel, mhm, werden diese neuen Events und die neuen Naturwunder dann auch mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet, sodass man dann sieht, ach, das ist einer von den Inhalten, die ich jetzt mit dem neuen DLC erhalten habe. Also ich würde Afrika sogar auf hoch lassen, weil wir davon gar nicht so viel gezeigt haben. Wir hatten eine Partie bei Release vom Afrika-Pack, aber da haben wir nur von ein oder zwei Epochen die Inhalte zeigen können. Insofern, ich glaube, das haben noch nicht so viele Leute gesehen. Dann ist mir das auch recht, wenn du sagst, ja, du hast nur ein, zwei Epochen davon zeigen können. Genau. Das bezieht sich aber hauptsächlich auch auf die Events und die Naturwunder. Die Kulturen sind immer, ja, im Spiel, unabhängig vom Setting an, es sei denn natürlich, du stellst den DLC ganz ab, aber... Nein. Das will ich nicht erleben. Ich starte mit zufälligen Spielteilnehmern, das heißt die KI-Gegner, da wollen wir mal nicht reinfuchsen, da sagen wir einfach, irgendwas passiert hier. Das ist doch jetzt zufällig, ne? Zufällig, da oben ist zufällig voreingestellt. Dann wollten wir uns... Du musst auf zufällig klicken, sodass jetzt sind die ausgewählt. Ah, alles klar. Ist es ausgegraut. Jetzt ist gut. Neue Einstellungen bei der Welt und beim Tempo. Bei einem Schwierigkeitsgrad spielen wir auf Reich, nicht wie zuletzt immer auf Menschheit, weil ich auf mir eine Hausregel auferlege, nämlich die, euch eine Möglichkeit, immer die neuen Kulturen zu zeigen. Also immer dann, auch wenn es einem eigentlich spielerisch gar nicht passt, eine Kultur aus dem Lateinamerika-Pack zu nehmen. Und das ist natürlich so eine Hypothek, mit der man spielt. Und deshalb spiele ich mal auf Reich. Das ist schon anspruchsvoller als der Standardschwierigkeitsgrad. Das ist Metropole. KI hat es auf Nation schon besser, auf Reich auch ein bisschen mehr. Aber ich will nicht auf Menschheit spielen plus Hausregel, dass man sich künstlich schwer macht. Das sollte eigentlich genügen. Bei der Welt gibt es Änderungen, Stefanie. Genau, wenn du im Weltmenü hier mal ganz, ganz weit runter scrollst, bis zum Ende des Menüs, glaube ich sogar. Dann gibt es zur Luxusressourcenverteilung. Genau, nach den Mengen der Ressourcen gibt es jetzt die Verteilung. Und wir haben da drei Settings, leider weiß ich jetzt die deutschen Namen nicht, verteilt natürlich und... Gehäuft. Weiß nicht, gehäuft. Gehäuft ist so, wie es zuvor war, dass man diese kleinen Gruppen hatte von 5, 6 Vorkommen der gleichen Ressource, während verteilt sie mehr oder weniger gleichmäßig versucht, über die Karte zu verteilen. Es gibt natürlich immer noch Bedingungen, dass bestimmte Ressourcen nur in bestimmten Biomen auftauchen, denn es macht natürlich keinen Sinn, Seide irgendwo in der Arktis zu finden oder sowas. Und natürlich ist eine Kombination aus beiden, sodass manche Ressourcen in Gruppen auftauchen und manche Ressourcen verteilt. Und das ist natürlich für den Mehrspielermodus ganz besonders wichtig, wenn man kompetitiv mit ein paar anderen Spielern spielt, dass sich das gut gleichmäßig verteilen kann, damit keiner einen enormen Vorteil erlangt. Dann holen wir uns mal die mittlere Einstellung, gehen auf natürlich, haben teils Gruppen, teils Cluster, teils ist es dann ein bisschen verteilt. Den Rest lassen wir alles auf Standard. Und ändern da, glaube ich, nichts dran. Ja? Genau. Beim Tempo gibt es noch eine kleine Einstellung, die wir kurz ansprechen sollten. Ja. Das ist eine ganz wichtige Frage für das Late Game. Die Verschmutzungseffekte kann man jetzt ein- und ausschalten. Und, ach. Im
der Grundeinstellung sind sie aus. Was heißt, man kriegt dann natürlich immer noch die Nachrichten von wegen, oh, dieses Gebiet ist ganz schlimm verschmutzt oder oh, die Atmosphäre ist schlimm verschmutzt, aber man leidet nicht mehr an den Effekten, weil für viele Spieler, die eher entspannt gespielt haben und nicht so auf perfektes Vorausplan gespielt haben, waren die Verschmutzungseffekte sehr frustrierend, weil die einfach auch sehr schnell von nichts auf sehr starke Nachteile anwachsen. Und deswegen haben wir diese Option eingebaut. Wir wollen in Zukunft gerne das auch das Verschmutzungssystem nochmal angehen, nochmal überarbeiten, nochmal erweitern. Aber da das ein bisschen dauern wird, bis wir das machen können, haben wir gedacht, ja, wir geben besser den Spielern erstmal eine Option zu sagen, ja oder nein, ich möchte dieses System verwenden. Die visuellen Effekte sind aber, meine ich, immer an. Also wenn es stark verschmutzt ist, dann hat die Stadt auch leider einen dicken Smog über ihren... Ich habe noch nie so weit gespielt in einer Partie, ohne dass es zum Spielende, also zum Sieg gekommen wäre, dass ich die Verschmutzung im großen Stil überhaupt erlebt hatte. Deshalb freue ich mich mal drauf. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das Spielende ist tatsächlich sehr schwer. Wir haben da, als wir vor einem oder zwei Monaten extra mit einigen Streamern ein Event gehabt, Push Humankind Too Far, wo wir sie dazu herausgefordert haben, so viel Umweltverschmutzung wie möglich zu verursachen, um die Welt in den Ruin zu treiben. Und selbst als sie das ausdrücklich versucht haben, haben sie länger gebraucht als die angesehene Rundenzahl für die Spielpartie. Mhm. Das Problem, das viele Spieler haben, sind nicht die globalen Effekte, dass das Spiel komplett endet, sondern die lokalen Effekte. Denn wenn man die lokale Verschmutzung hat, kriegt man ganz schlimme Nachteile auf Nahrung, Geld, Wissenschaft und Stabilität. Und viele Spieler hatten es dann, dass sie dann mehr oder weniger von jetzt auf gleich, weil sie die Erfahrung nicht hatten, gesagt haben, oh, meine Städte sind plötzlich alle in Rebellion. Und das lag dann meistens an der Verschmutzung. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, das ist jetzt sozusagen der Hard Mode für die erfahrenen Spieler. Den muss man von Hand einschalten. Wir versuchen es. Also es wird... Achso, Moment, wenn das... Nee, ein heißt, dass die Verschmutzungseffekte geringer sind und aus heißt... Nein, Verschmutzungseffekte ein heißt, dass du die Nachteile kriegst, wenn, wenn du alles dein Gebiet zu sehr nicht gut damit umgehst. Ach, der Tooltip ändert sich nicht. Guck mal, egal worauf man geht, ändert sich nicht der Tooltip, ob man auf ein oder auf... Ja, ich glaube, der Tooltip ist für die ganze Zeile. Okay. So, das machen wir. Wir lassen die Siegbedingungen auch auf Standard. Da gibt es verschiedene, müssen uns jetzt nicht anschauen. Können eigentlich jetzt loslegen, oder? Alles passt? Weltgröße? Ja. Anzahl der Teilnehmer? Bist du zufrieden? Ja, ich denke, das ist alles so in Ordnung. Mehr oder weniger auf zufällig... auf Standard. Gut, ja. Das Weltprofil steht auf zufällig. Dann bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Oh. Aber ein bisschen Überraschung muss ja sein, ein bisschen Spannung. Ja, habe ich auch noch nie gemacht mit zufällig. Mal gucken, was passiert. Leute, das Abenteuer möge beginnen. Auf geht's und mal schauen, wie weit wir die Menschheit bringen und unser kleines Volk hier, unsere Kultur. Vor allem, welche Kultur wir hier bekommen werden. Anfangs sind wir nur ein kleiner Steinzeitstamm. Und es gibt einen hübschen kleinen Film, den zeige ich euch jetzt auch gleich. Leider nur auf Englisch vertont, aber Deutsch steht's drunter und vielleicht hört ihr einfach mal rein, wie unser Abenteuer angekündigt wird. Zufallskarte generiert im Hintergrund und... Our universe contains infinite stories. Most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and
probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Ich weiß, ich habe zwei Zielgruppen. Die einen kennen Humankind rauf und runter, für die anderen ist es neu und ich versuche mal ein bisschen so einen Spagat dazu hinzubekommen zwischen zwei beiden Gruppen. Es gibt auf YouTube auch eine Tutorial-Reihe von mir, die ist nicht komplett, aber die hat so 5 oder 6 Videos zu einigen der Spielaspekte und ansonsten viele Let's Plays, auch die viele Grundlagen erklären. Also, auf Hexfeldern unterwegs. Wir starten in der Jungsteinzeit. Hexfelder angeknüpft, Bewegungspunkte haben wir hier deren 4. Wir haben eine Armee, beziehungsweise eine Armee, die aus verschiedenen Slots besteht. Bis zu 4 Leute können wir am Anfang zusammenfassen und später noch ein paar mehr und ziehen mit denen hin und her. Zu Beginn, Ziel ist der Aufstieg von der Jungsteinzeit in die nächste Epoche. Dafür müssen wir bestimmte Ziele erreichen, um in die Antike raufzukommen. Wir müssen Nahrung sammeln und oder Wissenssterne erwerben und oder Tiere abschlachten, also erfolgreiche Jäger sein. Wir ziehen erstmal mit dem einen Trupp rum und halten Ausschau, ob wir irgendwo etwas sehen, was uns weiterhilft. Ich gucke wie immer erstmal, dass ich außerhalb von Wäldern bleibe, weil da kann man nicht so weit gucken, und dass ich ein bisschen nach oben ziehe. Weil wenn man nach oben zieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man weit gucken kann und dass einem eher irgendetwas angezeigt wird. Wir laufen hier ein bisschen rum. Noch entdecken wir gar nichts. Und nochmal ein Stückchen weiter in die bittere Kälte hier. Und eine Runde weiter. Gibt es eigentlich auf eisigem Terrain, Stefanie, wo es auch weniger Nahrungserträge bei den Feldern gibt, eine reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass man auf Nahrungsevents drauf trifft? Ja, soweit ich weiß, ist das wirklich so, dass Nahrungskuriositäten eher auf Nahrungsfeldern, also Grasland oder Flüssen, auftauchen und auf den Industriefeldern oder den sterilen Feldern, die gar keinen Ertrag haben, findet man dann eher die Wissenskuriositäten. Dann versuche ich zu Beginn erstmal in der Nahrungszone zu bleiben, damit wir neue Einheiten generieren, damit wir dann in der Potenz mit immer mehr Leuten immer schneller auch uns auch die Gegend erkunden können. Wir ziehen einmal hier rein, bekommen einen gewissen Nahrungsertrag. Den sehen wir jetzt hier rechts vorne. 5 Nahrung ist dazugekommen, haben wir deren 20, haben wir eine weitere Einheit. Hier gibt es eine Entdeckung zu machen, aber ich bleibe mal wirklich im grünen Terrain. Ich will erstmal gucken, dass wir mehr Leute haben hier. In den Wald runter ist schwierig, weil im Wald gibt es zwar coole Erträge, aber man kann nicht so weit gucken. Hier oben sind alle Steine, ist auch schwierig. Ich laufe hier nur ein Stück weiter. Oh, jetzt also, machen wir hier eine Entdeckung. Würdest du sagen, bei deiner Erkundung ist alles im grünen Bereich, ja? Ja, ganz genau. Ganz genau, so ist es. Es ist auch nicht kalt, es ist alles schön grün hier. Eine Runde weiter. Ja, das ist jetzt dauert leider verblüffend wenig und wir sehen nichts. Wir sehen echt schlecht. Ich ziehe mal weiter. Ich versuche mal hier runterzukommen. Das ist nur ein Waldgebiet, kein dichter Wald. Wir haben immerhin, der kostet immer nicht viele Bewegungspunkte. Jetzt nochmal rein ins Grüne. Und wir mögen ein bisschen Pech haben mit den Kuriositäten, aber die Gebiete hier, finde ich, sind vielversprechend, denn wir wissen jetzt schon, wo wir Pferde und Kupfer finden, was natürlich im frühen Spiel sehr wichtige Ressourcen sind. Die beiden wichtigsten strategischen Ressourcen werden uns bereits angezeigt. Wer braucht denn Nahrungskuriositäten, wenn er Bambis jagen gehen kann? Oh ja. Leute, lasst uns kleine, unschuldige Wiederkäuer, also kleine, unschuldige Pflanzenfresser umbringen, allein schon deshalb, weil sie ja Mörder sind an der örtlichen Flora. Wir schützen die örtlichen Wildpflanzen, indem wir deren Jäger ausmerzen. Eine Attacke bitte. Taktischer Kampf ausgelöst, wir wollen das manuell durchführen. In den blauen Gebieten können wir unsere Einheiten positionieren. Es gibt 3 taktische Kampfrunden pro eine strategische Karte. Wir nutzen nach Möglichkeit Höhenunterschiede und Gewässer zu unserem Vorteil. Wir platzieren uns hier vorne auf dem blauen Gebiet. Alles, was so ein bisschen weiß umrandet ist, zeigt uns an, wo der taktische Kampf gleich stattfinden kann. Der Rest, da können wir auch gleich nicht drauf ziehen. Bleiben wir oben stehen, sagen Entsendung beenden. Feige wir sind,
feige wir sind, führen wir keinen Angriff durch, bleiben hier oben stehen, nutzen den Höhenvorteil und hoffen, dass Bambi so provoziert ist, dass sich Bambi auf uns draufstürzt. Wir beenden die Runde. Da kommt das heimtückische Pflanzenmörder herangaloppiert, versucht uns um die Ecke zu bringen, ist ein bisschen geschwächt, weil Angriff von unten nach oben, wir haben umgekehrt von oben nach unten, Attacke, rächen, wir rächen alle Pflanzen. Tote allen Pflanzenfressern! Echt. Die wehren sich, bleiben unten natürlich stehen, kommen nicht drauf und... Ja! Ein weiterer Schritt zur Artenvielfalt auf Seiten der Pflanzen. Ökobewusstsein, top! Sensationelle ökologische Leistung. Ja. Mit diesen Jagdstrategien würde ich sagen, also was Jagen betrifft, Phoebe, bist du dann eher eine Spinne als ein Hai, ja? Auf jeden Fall. Du legst deine Falle aus und wartest dann, dass die Beute zu dir kommt. Ja, ganz genau. Aber während der Schlacht ist mir klar geworden, was der wirkliche Grund für deine Antipathie gegenüber dem Rotwild hier in Humankind ist. Das Geweih ist ja blasphemisch gegenüber den Hörnern des heiligen Bullen. So ist das. Ganz genau. Ganz genau. Das ist der Grund, definitiv. So, einmal ein Event ausgelöst. Mal gucken, was aufploppt hier. Wir können entweder bei einer Forschung gleich Forschungskosten sparen oder beim ersten Außenposten, den wir gründen, wir nicht bei allen, Stefanie, bekommen wir einen kleinen Nahrungsertrag drauf, ne? Aber wichtig natürlich, dass auf Nomadenstamm heißt, das gilt nur jetzt in der Jungsteinzeit, das hört dann auf in der Antike. Man muss sich also überlegen, jetzt oder später, wann möchte ich den Vorteil haben? Das ist allerdings nicht so, dass ausgerechnet diese Armee das gründen muss, sondern den ersten, den wir überhaupt gründen, auf den trifft das, oder? Ja, es müsste der erste gegründete Außenposten sein, aber im Moment haben wir ja, glaube ich, sowieso nur die eine Person, also Meinst du? Die Frage hinfällig. Ja, wir haben noch... Das Reh war leider noch nicht genug für Bevölkerungswachstum, glaube ich. Ja, das ist ja sehr traurig. Also wir wählen diese Möglichkeit hier vorne und haben jetzt einen kleinen Vorteil, sobald wir einen Außenposten gründen. Dafür brauchen wir Einflusspunkte. 10 haben wir gerade erworben durch erfolgreiche Jagen. Gründen des ersten Außenpostens, relativ billig, kostet nur 5 Einfluss. Spiel schlägt uns Felder vor, wo man es machen könnte. Wirklich coole Felder bei uns in der Nähe im Augenblick. Na, mal gucken. Wir müssen erstmal weiter jagen. Eine Runde weiter. Ich bin schwerst enttäuscht. Ich bin totaler Freund davon, Steffi, auf Flüssen zu siedeln oder in Flussgebieten. Nichts davon, ja. Eisige Kälte überall, keine Seen, kein Wasser. Das ist echt heftig hier. Ja, es ist schon ein bisschen enttäuschend, denn 2 von den neuen Kulturen haben ganz besonders gute Interaktionen mit Flüssen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir ein paar Flüsse finden würden. Ja, super, großartig. Eine Runde weiter. Wir haben hier ein tolles Gebiet. Nee, das sind alles keine coolen Erträge. Hier können wir jetzt aber auf die Jagd gehen. Einmal hier hin. Oh, ein Doppelglück. Das Feld ist sogar doppelt ausgezeichnet. Hier gibt es eine Entdeckung und eine Zuflucht, also eine Art Bau oder so ein Gebiet, in dem immer wieder Tiere spawnen. Aber nicht mehr lange. Wir haben einmal Forschung bekommen, einmal Kultur. Und jetzt haben wir noch 3 Bewegungspunkte. Wir brauchen keinen Bewegungspunkt, um hier zu plündern. Deshalb ziehe ich noch ein bisschen neugierig, wie ich bin, in der Gegend hin und her. Guck mal, einfach noch irgendwas hier aufdecken. Dem ist aber nicht der Fall. Hier einmal zurück. Oh, hier rechts gibt es noch Nahrung. Einmal hier hin und einmal plündern. Bringt uns allerdings nur einen geringen Ertrag. Eine Runde weiter. Schlechter Start bislang. Echt schlechter Start. Wir haben... Jetzt mittlerweile die Runde 8 und haben immer noch nur eine Einheit. Das ist unfassbar schlecht bislang gelaufen. Genau deswegen haben wir ja gesagt, wir sind Feiglinge und spielen nicht auf Humankind. Ja, weil Glück und Pech auch eine Rolle spielen. Jetzt aber einen zweiten Burger reingezogen, Nahrung aufgesammelt. Zweite Gruppe, ein Bewegungspunkt hat die Einheit hier drin. Die ziehen wir raus. Mit ihr laufen wir jetzt solo weiter und nach rechts runter. Ich ziehe die raus. Jetzt haben wir 2 Armeen. Wir rennen hier weiter. Oh Gott, was ist denn das? Ah, wunderbar. Ein Fluss im Südosten. Ein Fluss. Aber ganz weit weg. Es hat ja lang genug gedauert, aber schwer zu erreichen, so wie es aussieht. Ah, echt bitter hier. Seufz. Und wieder eine Runde weiter. Die können nur eine Runde ziehen. Jetzt ziehe ich mal einen zurück und in Ruhe zu dem Fluss hier hin.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf eine Klippe gezogen. Bin ich doch. Eine Runde weiter. Ja, hier unten Nahrung. Hier haben wir null Nahrung, da haben wir null. Alle der beiden mussten sich die holen. Wir haben vier Wegenspunkte. 1, 2, 3, 4. Hier auf den Fluss drauf. Ich mach's mal mit dem Kollegen hier. Einmal hier zurück. Einmal hier drauf. 5 Nahrung. Und wieder zurück. Und hier hin, bitte. Mit dem geht's dann unten lang. Wenn man auf den Fluss drauf zieht, dann ist die Bewegung in dieser strategischen Runde beendet. Dann kommt man nicht weiter. Flüsse sind nur eine Art Autobahn oder Straßennetz in dieser frühen Zeit. Man kann sich an denen entlang ohne Bewegungsverluste entlangziehen durch jedes Terrain. Aber wenn man einmal draufgezogen ist, dann ist man erstmal gestoppt. Von hier können wir weit gucken. Ziehen wir hier drauf. Ich sag mal, wir haben so ein Pech bei der Karte hier. Ein weiteres Event. Eine weitere Jägergruppe. Wir heißen verlorene Seelen willkommen. Da ist die neue Gruppe. Steht natürlich jetzt nicht auf einem Flussfeld, sondern auf einem der Nicht-Flussfelder. Vielen Dank für nichts. Jetzt ziehen wir Richtung Norden weiter. Auseinander in alle Richtungen. Wieder zurück in dieses Gebiet hier. Oder ziehen hier einmal auf den Fluss drauf und dann in mehr Richtungen. Oh, ein Mammut. Eins weiter. Ja, Mammut läuft nach links weiter. Hier ist schon wieder Nahrung. Hier haben wir 5 und wir müssen 2 Felder zurücklaufen, machen wir. 15. Irgendwo nochmal 5 Nahrung. Ich überlege mal sogar, ob wir nicht eventuell in das grüne Terrain zurücklaufen sollen, Stefanie. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort neue Nahrungsfelder gespawnt sind, ist ja relativ hoch, oder? Ja, das wäre eine Überlegung wert, denn vor allem, weil in dem Gebiet haben wir auch relativ offene Bewegungsbereiche, während hier in dem Gebiet im Südwesten, den du aufgelegt hast, da hat sich der Kartengenerator mit den Klippen ja gut gemeint. Na echt. Unser Erzfeind, Hauptkonkurrent der Kartengenerator. Jetzt könnten wir mit einer Jägergruppe angreifen. Wenn wir ganz viel Glück haben und sehr taktisch klug vorgehen, kann es sein, dass wir mit einer Einheit einen Mammut killen, aber es ist schwierig. Ich würde in dieser Spielphase eigentlich lieber erst eine zweite Einheit haben wollen, dass man zu zweit angreift, weil jetzt eine unserer drei Starteinheiten verlieren aus Übermut, das könnte uns endgültig killen. Ja, also allein gegen das Mammut braucht man eigentlich höheren Boden und einen Fluss, auf dem das Mammut steht, damit man da wirklich gegen bestehen kann. Denn die sind ja 4 Punkte stärker als die Stämme. Sag mal, Stefanie, was bekommen wir an Nahrungs- und an Einflusspunkten, wenn wir einen Mammut töten? Sind das 20? Ich glaube ja, ne? Ich meine, es sind 20. Komm, wir machen das. Also es waren zu Beginn mal 20, aber es gab ja so viele Updates. Wir versuchen es mal mit den beiden hier. Ziehen hier rüber. Bleiben hier drauf. Oh, ein Nahrungspunkt hier unten. Ignorieren den einmal. Ach, ich durfte mal nicht. Nee, ich konnte nicht. Dann ziehen wir hier drauf. Greifen hier an. Stehen auf einem Flussfeld. Der Kollege nicht. Manuelle Schlacht. Zerteilen wir uns so, dass wir möglichst geringe Verluste haben. Also der kann nur auf einem dieser beiden Gebiete spawnen. Das ist ein Feld ohne Fluss. Der kann natürlich auch spawnen auf einem Feld mit Fluss. Wir stellen die Figur mal, wir haben gleich den ersten Zug, mal hier auf den Fluss. Dann können wir nämlich gleich hochziehen auf das Feld. Dann würde das Mammut wahrscheinlich entweder den hier unten angreifen, dann würde er angreifen von Fluss auf Nicht-Fluss. Vorteil für uns. Oder das Mammut würde von dem Feld aus hier oben angreifen. Es kann sein, das greift nicht unbedingt den direkten Weg an. Es kann nur einen Umweg laufen, aber egal wie es läuft, es wird nicht komplett bis hier oben hinlaufen. Das wird auf jeden Fall den Höhenunterschied gegen sich haben. Allerdings hätten wir hier das Flussfeld gegen uns, ne? Ja, der Höhenunterschied ist aber leicht stärker als der Nachteil des Flussfeldes. Okay. Deswegen, im Großen und Ganzen kommt es immer noch auf plus 1 raus, meine ich, wenn ich mich jetzt Was nicht Was wir auch machen könnten, erinnere. Wir können hier zwar durchlaufen. Nee, das ist Quatsch, ja. Ich würde gerne nach rechts kommen. Wir ziehen mal hier oben drauf. Die Sendung beenden.
Oder wir starten den hier vorne. Nee, das sind alles Höhenunterschiede hier. Und ziehen dann auf ein Feld ohne Fluss. Aber das hier ist alles ein Höhenunterschied gegen uns. Wir haben gleich den ersten Zug. Wir können hier oben starten, aber hier kann man per Klippe nicht runter. Wir könnten auch hier hinten und erstmal nur mit einer Einheit agieren und ihn dann nachher unten in Sicherheit bringen. Nee, wir beginnen mal so. Wir müssen einfach mal pokern. Jetzt steht der Kollege hier vorne. Wir ziehen hier oben drauf. Greifen von... Ich würde sogar die erste Runde mal abwarten. Weil wenn man stehen bleibt, hat man plus 1, weil man angegriffen wird. So eine Art Verschanzungsbonus. Und wir müssen den Kampf nur in den ersten 3 Runden erfolgreich machen. Und das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Ich setze mal eine Runde aus. Jetzt greift der an. Ende der ersten Runde von unten nach oben. Cooler wäre gewesen, hätte natürlich den hier rechts angegriffen. Jetzt schaue ich mal, ob wir den nicht nachher... Nee, das ist alles Klippe hier. Da kommen wir auch nicht runtergezogen. Und er steht nicht auf Fluss. Das ist echt doof hier. Das ist echt doof, Stefanie. Komm, es fällt dir eine gute Idee ein. Ich habe auch darauf gehofft, dass das Mammut vielleicht auf das Feld zwischen unseren beiden Stämmen zieht. Aber in dem Fall denke ich... Wir müssen jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen und von oben nach unten angreifen und dann auf eines der Flussfelder ziehen und uns da dann verschanzen vielleicht, um den Nachteil des Flussfeldes ein bisschen auszugleichen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich mich richtig an die Menge an Nahrung erinnere, die wir kriegen, haben wir, wenn wir es schaffen, das Mammut zu besiegen, aber einen Stamm verlieren, danach wieder zwei. Mhm. Weil wir genug Nahrung kriegen, aber haben mehr Einfluss als vorher. Also es wäre immer noch insgesamt ein Gewinn. Da ist noch ein Mammut auf der anderen Seite. Jetzt ist das Problem, ist, wir können nicht immer mit derselben Einheit von hier nach unten angreifen, weil die ist irgendwann natürlich aus dem Haus mäßig. Ne? Wir müssen den irgendwie als Verstärkung hinziehen. Am coolsten wäre, wenn wir den nach hinten hinziehen würden, damit die eine Umzingelung haben. Das bekommen wir allerdings nicht hin, weil hier eine durchgehende Klippe ist. Wenn ich in die Mitte ziehe auf den Fluss und der wird dann angegriffen, hätten wir Pech. Dann hätten wir echt ein Problem. Danach könnten wir eins weiter nach oben ziehen. Dein Chat weist mich darauf hin, ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, wenn du auf das Flussfeld direkt neben deiner Einheit ziehst, sodass sie beieinander stehen, dann gibt es ja auch plus 1 für angrenzende befreundete Einheiten. Das hilft uns auch noch. Das stimmt, ja. Wir gehen mal in die Offensive. Greifen von hier nach unten an, haben jetzt plus 1 für befreundete Einheiten, plus 4 in der Summe, ja, einmal von hier nach da. Jetzt können wir hier einmal nachsetzen. Flussüberquerung ist doof, aber wir sollten das überleben. Also wir sollten auch einen Gegenangriff gleich überleben. Jetzt macht er seinen Gegenangriff. Das ist natürlich verheerend hier. Und jetzt kriegen wir ihn. Jetzt kriegen wir es hin. Jetzt stürzt er sich von hier oben nach hier unten runter. Macht ihn beinahe tot. Wir schaffen's. Money wird sterben. Ja, nimm das, Money. Money, du Bestie. Echt. Einer dieser Pflanzenfresser. Wiederum ausgeschaltet. Sieg für alle Pflanzenschützer. Großartig. Sehr cool. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl, Stefanie, was Gutes für die Natur, für die Ökosysteme, für die armen Pflanzen getan zu haben. Ich bin so stolz auf uns beide. Ja, zum Glück haben wir hier die Ausrede. Wenn du es irgendwo im Wüstenland, sag ich mal, mit Mammuts anlegst, dann ist die Ausrede nicht mehr ganz so glaubwürdig. Wobei, auf der anderen Seite, man weiß ja, die Wüste lebt. Ja, noch. Bis wir kommen und zuschlagen.